Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Nelk, immer noch auf dem, ich wollte gerade sagen, auf dem Fluchtschiff. Auf dem Flugschiff. Was sprach ich im letzten Part von Versprechern und Halleluja? Ja, klappt ja gut, ne? Klappt so richtig gut. Also ich weiß nicht, irgendwie das Let's Play von Nelk, das ist mit Sprachfehlern übersät, ich weiß auch nicht. Ein Rubin. Okay. So, und jetzt kommt ihr hier. Na, komm her. Größere Sonnenkristalle, sehr schön. Ja, und die stehen da erstmal und yay, gib's ihnen. Okay. Marie doch gerne. Wow! Wow! Ich wollte gerade schon sagen, irgendwie sieht das verdächtig aus. Ja, ich wollte eigentlich, dass das auf den Dicken hier geht, aber ja. Natürlich nicht. Warum sollte es? Auch warum sollte das Spiel das machen, was ich will? Nein, natürlich nicht. Okay. Wow. War klar, dass da einer rauskommt. Was? Nee. Sah so aus, als ob man da klettern könnte, aber... Nee. Oh, da kommen doch schon wieder zigtausend raus hier. Los, kommt her. Ja, die Fläche war einfach viel zu riesig, als dass da halt nichts hätte kommen können. Okay, das sind noch Relikte, die ich bitte mitnehmen möchte. Nein, 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 du gehst da nicht rein. Schade. Okay, ich wollte gerade sagen, wo bist du hier unten? Aber da bist du. Wir haben uns jetzt durchs ganze Schiff gekämpft. Der Schlüssel muss ganz in der Nähe sein. Und da ist er. Und da ist auch Victor. Legen wir los. Okay, das wird jetzt wieder spannend. Vor allem, da müsst ihr jetzt ja eigentlich die Tumulte hören, ne? So, eigentlich, ja, das war nicht gut. Nein, das war auch nicht gut. Das war weniger gut. Das war überhaupt nicht gut. Das war ja... Nein! Man kann nicht von gut sprechen. Okay. Und der steht einfach nur, ne? So ganz chillig. Okay. Kommen die nächsten Pappenheimer. Ja. Hat keiner gesehen. So, noch ein paar Relikte. Sehr schön. Mein Gott, ist das hier groß. Ich finde, man hat irgendwie gar nicht so richtig das Gefühl, man ist auf einem Luftschiff. Sein, lasst mich erst noch hier reingehen. Na, welcher Kristall ist es diesmal? Ah, okay, wieder ein Rubin. 6 Stück haben wir jetzt. Okay. Ich habe schon fast gehört, weil es eine Cutscene kommt und manchmal starten die automatisch. Deswegen hatte ich jetzt Angst, dass ich da nicht mehr in den Geheimgang komme. Nein! Okay, aber ihr müsst, genau. Wir müssen die gerade gespeichert haben. Nein, ich wollte eigentlich den hier erst. Oh, es war klar. Ich hätte gedacht, ich schaff's noch, aber... Nein, leider nicht. Victor, wir kommen. Freust du dich auch schon so sehr wie ich?
Oh mein Gott. Eine Falle. Richtig erkannt. Katrina ist tot. Und das nur wegen eurer belanglosen Einmischung. Und jetzt seid ihr dran. Es ist nicht zu spät, Victor. Wir können es beenden, bevor das alles komplett außer Kontrolle gerät. Niemand sonst muss noch sterben. Es reicht. Irgendwann sterben wir alle mal. Wäre Katrina bei der Verwirklichung unseres Traums gestorben, sie hätte ihren Tod sogar begrüßt. Aber so starb sie vergebens. Wie sie jetzt auch. Adieu, Doktor. Das war so klar, der stand da viel zu chillig. So kann man es natürlich auch machen. Jungs, die zwei übernehme ich. Doktor, du bist hier. Hab's versprochen. Darf ich kurz vorstellen? Das hier ist mein Assistent Lucas. Hallo, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Das ist Mac. Wir hatten neulich zu viel zu tun, um richtig Hallo zu sagen. Sehr erfreut. Meine Liebe, wir haben es leider sehr eilig. Aber die Welt könnte enden, wenn wir nicht schnell zur Kroktomide gelangen. Sind noch irgendwo intakte Luftschiffe übrig geblieben? Wie wäre es hiermit? Das war mein letztes Projekt für Gandahar, bevor ich erfuhr, was er in Wahrheit vorhatte. Das ist brillant. Und erst die Waffen. Schön. Können wir gut gebrauchen. Aber Doktor, es gibt ein Problem. Die Kobolde haben hier alles mitgenommen. Ich habe keine Relikte, um den Motor zu starten. Das dürfte kein so großes Problem sein. Nack, wärst du so freundlich? Darf ich das fliegen? Nein? Oh. Oh nein. Oh nein. Der Narr hat es getan. Thank you.
Kapitel 13.1. Niemandsland. Okay. Ah, Jungs. Das macht man nicht so. Okay. Kein Problem. Schalten die sich gegenseitig aus? Der einer zumindest davon? Oh ja. Danke, Kumpel. Jetzt darfst du dran glauben. Ich will gerade sagen, wie geht's weiter? Okay. So, da soll es nicht weitergehen, okay. Okay. Ja. War das klar oder war das klar? Oh Gott, ich wollte eigentlich jetzt nicht gegen ihn laufen. Okay, ich halte mich da raus. Warum nicht, ne? Es erspart mir eine gewisse Arbeit. Okay. Jetzt geht's los, Kumpel. Nein! Nein! Okay. Ja, sicher haben die mich schon gesehen. Aha. Nein. Ach komm, geht doch mit euren Bam Bam da weg. Dankeschön. Oh, oh, nee. Macht euch erstmal gegenseitig Schrott. Oh. Jetzt haben sie mich gesehen, ernsthaft? Okay. Oh, der, okay. Der war schon vorgeschwächt. Wetten, Victor wurde irgendwie absorbiert oder keine Ahnung? Was das Ding auch schon mal mit uns machen wollte. Geheimraum. Ja, ja. Ein Aqua-Kristall oder beziehungsweise Relikt. Ja, von den Bauplänen können wir uns wohl verabschieden. Ist okay. Nein. Oh nein. Oh nein. Nein, ich musste mich kratzen. Nein. Darauf war ich nicht vorbereitet. Jetzt auf so eine Verfolgungsjagd. Nein. Ja, geh mal weg. Ist das Ding immer noch hinter mir her? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ja. Geh weg. Na komm. Danke. Ne, ich glaube nicht, sonst wäre das schon längst gekommen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. No! Okay. No. Oh. Ach du Scheiße. Okay. Na, es ist aber kein Wegrennen. Okay. Wieder ein bisschen was zum Ausweichen, alles klar. Na, kommt her.
Wow, du hast echt eine ganz schöne Range, Kumpel. Range? Eine Range? Okay. No. Was? Zwei von euch? Okay. Wenn nicht jetzt wandern. Hi. Wisst ihr, vorher erst so diese richtig zwei großen Golems und jetzt kommt ihr zwei da an. Ah, hier sind wir jetzt, okay. Kann ich das aufnehmen? Bestimmt. Oder ist das eine Falle? Das wird reichen. Nee, nur weil die da irgendwie so komisch weggelaufen sind. Deswegen dachte ich zuerst, aber... scheinbar ja nicht. Hi, Jungs! Na du? Vergiss es. Und du auch. Nette Ansicht. Auch nicht du. Was? Wo, was, wie, wo? Ah, egal. Tat nicht sonderlich weh. Das schon eher. Das auch. Das sowieso. Ist okay. Nein. Alter, ernsthaft? Okay, das war jetzt ein bisschen viel. That was a little bit too much. Okay. Nächste Station. Mit ein paar Relikten. Was? Na komm, hau ab. Okay, was? Okay. Was, Nachbar? Kein Problem. Oh, ich hab den runtergeworfen. Okay. So, neue Relikte für uns. Sehr schön. Oh, drei von denen. Na, einer von denen musste mich ja erwischen. Es wäre ja traurig gewesen, wenn nicht. Oh Gott. Warum kommen solche Typen? Ja, instant, ne? Immer zum Partende. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, der dauert länger. Okay, Leute, dann würde ich sagen, mache ich hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eure Katan.